Es war einfach faszinierend zu sehen, in diesem Projekt mit 40, 50 Menschen, wie schnell wir uns miteinander verbunden gefühlt haben über die Musik. Und das war ja auch der Traum für dieses Projekt gewesen, das Naheliegende zu entdecken und uns als Menschen aufeinander zuzubewegen. Ich wusste, bei diesem Projekt will ich unbedingt dabei sein. Distanzen zu überwinden und neue Nähe zwischen Menschen zu schaffen, sehe ich als wahnsinnige Chance für unser Arbeiten und Zusammenleben. Der Ausgangspunkt unseres Projektes NAH im Sommer 2023 war ein tief empfundenes Willkommen an Menschen zu senden, die mittlerweile in Freiburg angekommen sind und ursprünglich aus nicht-europäischen Ländern kommen. Menschen, die professionell musizieren, aber bis jetzt in Freiburg, in der Öffentlichkeit und in der Musikhochschule noch zu wenig wahrgenommen werden. Ja, gerade in diesen Tagen gibt es ja viele ganz wichtige Bekenntnisse zur Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und wir wollten mit diesem Projekt einen Ort und eine Aktion schaffen, um diese Vielfalt zu erproben. Und gerade ein Musikprojekt ist eigentlich ideal, um sich zu begegnen und um diese Themen wie Identität und kulturelle Begegnung zu erforschen. Und dazu kommt, ich habe selbst als Musiker auf Konzertreisen unglaublich viel großartige Gastfreundschaft erfahren an anderen Orten. Und ich wollte auch mit diesem Projekt ein Stück weit diese Gastfreundschaft den Menschen, die wir eingeladen haben, zurückgeben und die in wirklich unser bestes Setting einzuladen, in den Konzertsaal der Musikhochschule, toll ausgeleuchtet und das Beste bieten, was wir haben. Und auch dieses Motto, was über dem Konzertsaal schwebt, Musik ist Vielfalt mit Leben erwecken. Maula. Zunächst sind wir mit Studierenden der Jazzklavierklasse der Musikhochschule in Freiburg auf die Suche gegangen nach möglichen GästInnen für unser Projekt. Zwei Aspekte waren für uns dabei besonders wichtig. Das eine die Sichtbarkeit und das andere außereuropäische Musikkulturen. Wir sind sehr schnell vielen spannenden Menschen begegnet und insbesondere konnten wir die weltberühmte Oud-Spielerin Negar Buban aus Teheran kennenlernen, die erst kürzlich nach Freiburg gezogen ist. My name is Negar Buban. I'm an oud player, composer and a musicologist. But in this project, NAH, I was also responsible for the conception of part of the suite. Anfang Dezember 2023 war es dann soweit. Wir hatten einige MusikerInnen angesprochen und eingeladen zu einer gemeinsamen Session in der Musikhochschule mit Studierenden, die von Negar Buban angeleitet wurde. Und wir wollten herausfinden, wie und was können wir zusammen musizieren, welche Instrumente klingen gut zusammen und östliche und westliche Skalen, passen die irgendwie unter einen Hut? Wir waren ziemlich aufgeregt vor diesem Termin und sehr gespannt, was sich hier ergeben würde. Es hat sich herauskristallisiert, dass die Far East Suite für Big Band ein spannender Rahmen für unser Projekt wäre.
Duke Ellington und Billy Strayhorn haben dieses Werk inspiriert von Reisen nach Damaskus, Ramallah, Beirut, Teheran und anderen Städten komponiert. Und es sind ja genau die Regionen, aus denen viele unserer Gäste stammen. Ralph suggested the Far East Suite from Duke Ellington, I realized that this was made as an inspiration after a trip Duke Ellington and his band had made in the so-called East, in different cities. And for me, it was also another meaning, or let's say another meaningful layer of this project, to see how the music of those areas could be refound or rediscovered in the suite. So for me, it was like bringing it back to the East in a way. Wir haben begonnen, parallel zu proben. Die Big Band hat die Far East Suite einstudiert. Und die kleineren Ensembles haben Stücke entwickelt, oft mit Bezug auf die Ellington Suite. Und wir haben dann diese Stücke immer abwechselnd zwischen die Sätze der Suite gesetzt. Und das war einfach ein großartiger Moment, als wir bemerkt haben, in diesem Kontext ist die Far East Suite noch nie gespielt, aufgeführt worden. Und wir haben eine wirkliche Welturaufführung hier entwickelt. Unser Konzept basiert auf einem partizipativen Erarbeiten des Programms und dies erfordert von allen Seiten ein wahnsinniges Vertrauen in die Zusammenarbeit, da von Anfang an nicht klar ist, wie das Endprodukt aussehen wird. Gleichzeitig bietet das die einzigartige Chance, Begegnung auf Augenhöhe und neue Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Musikkulturen sich begegnen können. Wir kreierten mit den Studierenden eine Art Arbeitskollektiv. Dies ermöglichte den Studierenden, den Prozess einer solchen Produktion hautnah mitzuerleben und mitgestalten zu können. Eine Woche vor dem Konzert war es dann Zeit, alle Teile des Programms zusammenzusetzen. Und es war wirklich ein besonderer Moment, als alle Beteiligten den Bus bestiegen haben und losgefahren sind nach Staufen an die BDB-Akademie, um dort 2 Tage lang intensiv zu proben. Gerade sind wir in Staufen und proben für das Projekt. Und es ist wie so ein großes Puzzlespiel, wo sich jetzt so die einzelnen kleinen Puzzleteile zusammenfinden und wir langsam so ein großes Bild von dem Ganzen finden und herausfinden, wie das Ganze so klingen wird. Aber in Staufen haben wir nicht nur musiziert, wir hatten Raum für Begegnungen, wir hatten Workshops für Teambuilding, für Interkulturalität und konnten so eine ganz neue Ebene der Gemeinsamkeit schaffen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mitspielen darf, weil es irgendwie echt eine große und bunte, vielfältige Truppe ist mit echt unterschiedlichen Leuten, mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Man lernt viele neue Leute kennen und viel voneinander. Zwei Aspekte waren mir für die Bühnengestaltung besonders wichtig. Das eine, das Thema nah, und das andere, die gleichwertige Begegnung der unterschiedlichen Musikkulturen. Die Idee war, die räumliche Distanz zwischen Publikum und MusikerInnen aufzubrechen. Und dies schufen wir durch eine große Bühnentreppe zum Publikum hin.
Das zweite war, dass alle MusikerInnen während dem Konzert die ganze Zeit auf der Bühne bleiben. Dies ermöglichte uns, dass wir diese Präsenz von nahe zeigen konnten und sie sich gegenseitig während dem Konzert unterstützen konnten. Das dritte war, dass wir einen Spannungsbogen hin zum Finale schaffen wollten, in der die Begegnung zwischen den Ensembles und der Big Band sich stetig intensiviert und den Höhepunkt im Finale erreicht. The last piece of the whole performance is not the last part of the suite from Duke Ellington. We decided to replace that with a piece which everybody could take part in. And my suggestion was a composition of mine, which I originally had done solo, singing and playing the oud. But here we did it through some sessions of half improvisation with a group of musicians, and then Ralph had also arranged parts of it for the big band to come around the end. And then it was the last song of the whole concert, and originally it was called Distant. Ein solches Projekt hinterfragt natürlich zum einen auf unterschiedlichen Ebenen das eigene Handeln, aber zum anderen inspiriert es auch und macht Lust, so ein Projektkonzept weiterzudenken und weiterzutragen. Ich glaube fest daran, dass so ein Projekt wie NAH nicht abgeschlossen ist mit dem Konzert, sondern wir haben hier einen sehr lebendigen Nährboden entwickelt, in dem sich dieser Geist von Verbundenheit und Nähe einfach wohlfühlt und weiterentwickeln kann und aus dem sicher noch vieles wachsen wird.